Es sind wirklich sehr viele Schuhe hier. Ey, was ist das hier, Deichmann? Was ich mich schon lange frage, ist folgendes. Wenn kleine Menschen nicht schlafen können oder schlecht träumen, haben die dann Little Nightmares, während größere Menschen normale Nightmares haben. Und damit willkommen zurück hier bei Little Nightmares, wo bis jetzt ganz ehrlich nicht so viel passiert ist, aber das war ja auch nur das erste Kapitel. Ich habe die Theorie, im zweiten geht es jetzt so richtig los, deswegen würde ich sagen, wir gehen munter voran und erkunden einfach mal, was hier los ist, wo ich überhaupt bin, wer ich bin, wer die anderen sind. Ich habe keine Ahnung, es sind Fragen über Fragen, aber ich habe die Theorie, dass sich das schon irgendwann klären wird. Außerdem ist das wieder eine Treppe für kleine Menschen. Man sieht immer diese Tür zum Beispiel, die jetzt da oben rechts erscheint, die ist wieder für große Menschen gedacht oder sieht zumindest so aus, aber die Treppe ist dann wieder für kleine. Das ist total komisch. Ich glaube, ich soll da durchgehen. Aber ich würde sagen, ich gehe mal weiter hoch und gucke, was hier noch so ist. Oder ist das hier der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch, dieses Viech, was ich beim letzten Mal gefunden habe, was ich so umarmen konnte und werfen konnte, das sind quasi wie Collectibles. Die sind in jedem Level versteckt. Und die kann man dann eben finden und umarmen und dann ist alles gut. So, die Tür kann ich nicht aufmachen. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Vielleicht das hier? Ja. Weil hier ist eine Box und ein Fenster. Das heißt, ich gehe mal hier lang. Es könnte auch sein, dass unten richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier durch. Okay, cool. Und dann rein. Nice. Da ist wieder so ein Viech. Okay, das heißt, das hier ist der richtige Weg. Ich hätte jetzt, also ich habe jetzt unten was verpasst, weil da war ja, glaube ich, die Tür offen. Hätte ich durchgehen können. Aber jetzt bin ich halt schon hier durch. Und ich glaube nicht, dass ich zurück kann, ne? Nee. Okay, damit ist es offiziell. Ich komme hier nicht wieder raus. Das heißt, was auch immer da unten war, habe ich jetzt nicht mitbekommen. So, was haben wir hier? Das hier sieht schon ein bisschen besser organisiert und aufgeräumt aus irgendwie, ne? Weil bis jetzt war es immer richtig dreckig und runtergekommen. Aber das hier ist eine relativ schicke Schiffskabine. Okay, und ich sehe schon, ich brauche diesen Koffer da hinten. Denn ansonsten komme ich nicht an den Hebel. Warum auch immer da ein Hebel ist, ich habe keine Ahnung. Es ist fast so, als gibt es so Geheimgänge für die kleinen Leute, dass sie irgendwie hier durchkommen? Ich weiß es nicht. Ach, das ist ein Bett. Okay, außerdem höre ich ganz komische Sachen. Das ist toll. Ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe. Ich glaube nicht, dass ich es wissen will. Deswegen gebe ich ein bisschen Gas. Da ist ein Schlüssel. Okay, brauche ich den für irgendwas? Ich weiß es nicht. Es geht aber weiter nach oben. Okay. Aber hier geht es dann nicht weiter. Darunter droppen und den Schlüssel nehmen. Ich meine, ansonsten wird er ja da... Das überlebe ich, aber knapp. Ansonsten wird er ja da nicht liegen. Die Frage ist, wofür genau ist der Schlüssel gut? Weil ich habe jetzt keine Tür gesehen. Jetzt wäre er fast in das Bett gefallen. Ich habe jetzt keine Tür gesehen, es sei denn, dass da rechts soll eine abgeschlossene Türe sein. Ich kann das zumindest aufschieben. Das heißt, vielleicht brauche ich den Schlüssel hinten dran. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt einen Schlüssel. Und jetzt wissen wir auch, wie klein sie ist. Sie ist ungefähr so groß wie zwei Schlüssel. Falls das eine Einheit für Größe ist. Kann ich den da drauflegen? Wobei, nee, ich kann ja Sachen werfen. Warte mal. Je. Gut, das war... Ich habe nicht richtig gezielt. Das geht jetzt auf mich. Sie kann schon werfen. Ich muss halt nur richtig aimen. So, dann hier hoch. Und dann brauche ich den Schlüssel genau hier. So, auf. Und dann erstens, warum ist das abgeschlossen? Warum ist das hinter einer geheimen Wand oder hinter einer Geheimtür in der Wand? Ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse mich drauf ein. Da ist ein gruseliger Affe. Hi. Äffchen? Ist das so ein Affe, der sich dann der Dinger zusammenhaut und dann einen Überschlag macht? Ich glaube nämlich schon. Und dann ist hier ein Knopf, an den ich nicht rankommen kann. Okay, brauche ich den Affen dafür? Ich glaube, ich weiß, was der Plan ist. Warte mal. Ja. Siehste? Big Brain Place. Ich habe gesehen, ich kann nichts davor ziehen. Ich kann nicht irgendwie... Das ist übrigens ein Aufzug. Ich kann nicht irgendwie sonst was machen. Das heißt, ich muss den Affen werfen, der jetzt Krach macht. Kannst du ruhig sein? Du erregst Aufmerksamkeit, die ich nicht wirklich brauchen kann. Glaube ich zumindest. So, dann... Ich meine, hier ist Licht. Aber Licht ist es meistens der richtige Weg. Deswegen aber... Nee, anscheinend nicht. Doch, ich kann hier hoch. Aber nicht richtig. Okay, ich habe gar gedacht, es wäre ein Fenster oder sowas. Nee, das ist nur eine Lampe. Das heißt, das hier ist nicht der richtige Weg. Da ist eine Kiste. Was genau soll ich tun? Ich sehe nämlich keinen Ausgang hier raus. Kiste.
Warum genau kann ich mich in dieser Kiste verstecken? Das ist kein gutes Zeichen. Also wenn ich jemals ein schlechtes Zeichen gesehen habe, das hier ist ein schlechtes Zeichen. Der Knopf ist ziemlich gut versteckt, aber nicht gut genug. So, man braucht den Affen ein zweites Mal. Die Kiste ist noch wichtig, richtig? Weil vielleicht, wenn der Aufzug jetzt irgendwo runterfährt, kommt vielleicht irgendjemand rein und sucht mich und dann muss ich mich in dieser Kiste verstecken. Das heißt, wenn irgendwas passiert, bin ich vorbereitet und weiß Bescheid, wo ich mich verstecken kann. Und wir gehen weiter runter. Gerade eben ging es ja noch hoch mit den Treppen und jetzt geht es direkt wieder runter. Das ist nicht so schön. Ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich hingehe und was ich hier tue und was überhaupt der Sinn hinter allem ist. Aber hey, die Reise dahin ist ziemlich nice. Husti, husti. Okay. Hier geht's anscheinend nicht ganz so gut. Und das hier wäre ein potenzieller Weg raus, weil Lüftungsschacht, ne, die führen immer nach draußen. Aber da kann ich halt nicht durch. Das heißt, so nah und doch so fern. Und ich glaube, sie hat wieder Hunger. Es gab doch gerade eben erst was zu essen. Das ist noch nicht so lange her. Ich meine, es war nicht wirklich viel. Aber es gab was. Ich mache mal Licht, ansonsten kann ich nicht sehen. Eine Lampe. Als hätte ich es gewusst, dass hier eine Lampe steht. So. Nice. Aber es geht hier anscheinend nicht gut. Vielleicht müssen die kleinen Menschen in dieser Welt ständig essen. Ich weiß es nicht. Aber eben, es war auch nicht so viel, was sie bekommen hat. Also ist das hier eigentlich kein Wunder. Oh, okay, die Geräusche sind aber unschön. Das ist nicht schön. Okay. Das ist ganz eindeutig eine Falle, in die ich rein muss. Richtig? Ich glaube, ich muss da rein. Ja, es ist ganz eindeutig eine Falle. Genau in meiner Größe, also ist das ja vermutlich ein Fehler. Aber geht nicht anders, wenn ich überleben will, richtig? Ja, da ist es. Da ist es. Es war natürlich eine Falle. Und ich glaube, es war der Typ aus dem letzten Video, der mit den super langen Armen. Ich glaube, der Kollege war das. Okay. Ich bin jetzt einer von vielen. Das heißt, die locken kleine Menschen an und machen dann das? Ich hab keine Ahnung. Okay, kann ich aufstehen? Komm, steh auf. Wir müssen hier raus, wenn du nicht willst, dass wir so enden. Ja, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut. Und sobald er umkippt, kann ich raus. Ja. Die Dinger sind nicht besonders gut verarbeitet. Das ist gut zu wissen. Okay. Ich gehe definitiv nicht nach rechts, weil da ist der Typ. Ich gehe hier nach links und gucke, ob ich rauskommen kann. Hier ist noch eine Lampe. Und die sieht auch anders aus als die davor. Das heißt, das hier ist ein neues Gebiet. Keine Ahnung. Das ist hier! Das ist auf der anderen Seite von der Treppe vom Anfang dieses Videos. Okay. Das ist cool. Bringt mir nicht wirklich was, weil ich kann nicht zurück. Soweit kann ich nicht springen. Wäre cool, wenn ich das könnte, aber kann ich nicht. Das heißt, ich sitze bis auf Weiteres hier fest. Ich glaube, ich brauche dich, Kollege. Das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich brauche mal kurz deine Hilfe. Wobei du nicht wirklich viel mitreden kannst dabei. Ich brauche mal kurz deine Hilfe, um da hochzukommen. Und dann spring. Und dann mache ich das hier, was die Tür öffnet. Okay, ich glaube, ich habe nicht ewig Zeit. Deswegen, wie soll das funktionieren? Wie bitte soll das funktionieren? So schnell kann... Oh, wobei, warte. Ich kann schwingen. Ich wollte gerade sagen, so schnell kann ich nicht rennen. Kann ich auch nicht, muss ich aber auch gar nicht, weil ich schwingen kann. Und wenn ich das nur schnell genug mache, dann schwinge ich noch unter der Tür durch. Ja, ist doch geil. So. Und dann ganz knapp. Wunderbar. Okay, das Problem ist, ich kann jetzt nicht zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein so guter Call war. Weil ich kann halt nicht zurück. Ich stecke jetzt hier fest, wo auch immer hier ist. Oh, lass mich raten. Ja, es ist so offensichtlich und ich habe es nicht gesehen. Ich kann die Tür hochsteigen. Ich bin nicht gut in Plattformen, falls man das noch nicht gemerkt hat. So, dann machen wir hier... Nicht da drauf. Dann machen wir einmal die Kerze an. Um zu speichern. Dann ist das nämlich auch erledigt. Und dann mache ich viel zu viel Krach.
Viel, viel, viel zu viel Krach. Ich höre irgendwas, was mir gar nicht gefällt. Und zwar rechts. Kann ich hier hoch? Nee. Ich habe gerade gedacht, vielleicht nehme ich den High Ground. Aber ich kann den High Ground nicht nehmen. Ja, das ist der Kollege wieder. Hi. Was an Beinen fehlt, ist an Armen wieder da. Ich bin mir sicher, der kann eine ziemlich krasse T-Pose machen, wenn er will. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Okay, ich glaube nicht, dass er was... Ich bin erledigt. Ich glaube nicht, dass er was sieht. Ich glaube, das ist der Trick. Ja, ich bin erledigt, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass er sehen kann. Ich glaube, ich muss ruhig sein. Ansonsten bekomme ich ein Problem. Ich kann hier hoch. Na, das ist doch gut zu wissen. Ich kann hier hoch und hier geht's raus. Und ich kann sogar sliden, wenn ich aus dem Sprinten raus mich ducke. Ja, nice. Okay, das Problem ist, der Typ hat ziemlich lange Arme. Das heißt, kommt der bis hier? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will es nicht rausfinden müssen. So, das hier ist relativ offensichtlich. Ich mache einfach hier auf und dann verschwinde ich. Ja, natürlich. Bro, nein. Aua. Aber so haben wir nicht gewettet. So. Außerdem liegen hier Schuhe und alles. Ich habe keine Ahnung. Aber das war der erste richtige Gegner. Ist doch gut. Der erste richtige Gegner in diesem Spiel. Und er sah genauso komisch aus, wie ich gedacht habe, dass die Gegner in diesem Spiel aussehen. Okay, das heißt, das war der Kurzbeinmann. Wir müssen uns einen Arm überlegen. Das hier war der Kurzbeinmann. Oder Army. Nee, Army ist besser als Kurzbeinmann. Das klingt wie Kurzbeinmann. Das klingt irgendwie so x-beliebig. Sein Name ist Army. Und er war schon in der Schule dafür berüchtigt, auf jeden extrem zu T-posen, weil darin war er gut. Es sind wirklich sehr viele Schuhe hier. Ey, was ist das hier, Deichmann? Okay. Ich schwimme wortwörtlich durch Schuhe. Ich bin wie Dagobert Duck. Nur, dass ich nicht durch Geld schwimme, sondern durch Schuhe. Bitte, was? Das ist ja wie das Amnesia-Wassermonster. Was? Alles klar. Ja, das ist wirklich wie das Amnesia-Wassermonster. Gib Gas! Das war Klaus. Okay. Toll. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt richtig weit nach rechts, bis ich wieder ins Licht komme. Würde ich sagen, jeet und munter voran. Okay. Okay, hier unten, hier ist ein Koffer, hier ist ein Koffer. Zum Glück ist das, was auch immer das ist, unglaublich langsam. Das Schuhmonster ist nicht der schnellste Gegner. Vielleicht war das wieder der Typ, ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Können wir das lassen mit den komischen Geräuschen? Ich meine, es ist ja wirklich toll, dass ihr hier so viele Sounds macht, aber ich bin definitiv kein Freund davon. Ich glaube, jetzt muss ich mich beeilen, ja. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich bin schon wieder hier. Toll. Ganz toll. Ganz toll. Wunderbar. Wunderbar. Kiste. Dafür ist die Kiste gut. Wir backtracken bis zur Kiste. Okay, hier drin wird er mich nicht finden, korrekt? Weil eben. Er kann nicht wirklich viel sehen. Und sieht aus wie eine Kartoffel. Okay, und er nimmt den Aufzug wieder nach oben. Cool. Lass deine Hände da weg. Das ist so close. Lass deine Hände von mir weg. Okay. Viecher. Ah, die will er haben. Jetzt ist er abgelenkt. Alles klar. Ich hab... Guten Tag, Licht. Was ist jetzt gerade passiert? Warum wird es dunkel? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist irgendwie voll cool. So. Dann bin ich wieder in so einem Raum und wir wissen ja jetzt, ich kann die Tür nicht hochsteigen. Okay, da ist wieder ein Affe. Ah, muss ich mit dem Affen Krach machen? Den Typen rauslocken und hinter ihm zur Tür rein. Ist das der Plan?
Pass auf, Affe macht Krach, weil wenn ich ihn werfe, macht er Lärm. Oder auch nicht. Ich stehe hier in Deckung. Bro? Aber das Ding kann ich schieben. Okay, ich habe jetzt gedacht, ich wäre so intelligent, dass ich irgendwie auf das mit dem Affen gekommen bin. Aber nein. Was? Ach, man kann unter den Boden. Okay, dafür, deswegen kann man auch die Kiste verschieben. Weil nur dann kann sich das Brett bewegen. Okay, ich habe gerade gedacht, was geht ab? Ach, da ist der Typ wieder. Unschön. Das ist sehr unschön. Und der schleicht auch so, ne? Also natürlich läuft er nicht normal bei den Beinen, aber der schleicht so ganz komisch über den Boden. Das ist toll, schöne Sammlung hast du, ne? Wirklich, wirklich ganz toll. Ich kann hier ja nicht durch. Ah, ich kann hier hoch. Okay. Das ist cool. Jetzt geht er da gerade wieder rein. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hinter ihm durch. Aber jetzt marschiert er da gerade wieder rein. Die Frage ist, wohin genau gehe ich ab hier? Das, oh, dieses Geatme. Ja, ist ein harter Job. Ich weiß, ich weiß. Ist nicht das einfachste Leben, was du hast. Ist ziemlich hart. Aber fahr's ein bisschen runter, das nervt. Ich warte, bis er rausgeht. Und gehe dann nach rechts. Vielleicht kann ich da irgendwas machen. Ich weiß gar nicht genau eben, was jetzt das Ziel ist, außer nicht gefangen werden. Das heißt, ja, ich chill hier. Und warte darauf, dass er endlich den Raum verlässt. Okay, es ist ganz offensichtlich, dass er keine Lust hat zu gehen. Das heißt, ich bringe ihn dazu, dass er geht. Ich nehme den Affen. Ich sagte, ich nehme den Affen. Und dann, yay! Und dann hat er was zum Nachgucken. Jawohl, das ist interessant, gell? Das ist interessant. Komische Geräusche. Uiuiui. So, verschwindet er gerade. Und dann gucke ich mal, was hier rechts... Ah, ich muss hier hoch. Ich wollte sagen, was... Ich habe den Sprung nicht erwischt. Was hier rechts noch so ist, wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. Und er kriegt das alles mit. Aber so hoch kommt er nicht, richtig? So hoch. Oh, er versucht's, er versucht's, er versucht's, er versucht's, er versucht's, er versucht's. Okay, ich bin raus. Nee, ich bin raus. Ich hab darauf keine Lust. Der Typ ist so unheimlich. Und hier sind auch kleine Leitern in den Lüftungsschächten. Das ist praktisch. Der Typ ist so gruselig. Ich kann nichts sehen. So, hier runter. Und dann weiter. Er ist aber immer noch da. Ich glaube, ich höre ihn immer noch. Dieses ganze... Ja! Jetzt geht er hoch. Dieses ganze Gebiet, wo ich hier bin, gehört ihm. Das ist sein Bereich. Und der lässt das, der lässt mich hier nicht alleine. Ne? Solange er weiß, dass ich hier draußen bin, wird er versuchen, mich zu kriegen. Weil er ist einfach so. Naja, er ist ziemlich, hat ein ziemlich hartes Durchhaltevermögen, vielleicht ein bisschen stur. Das ist, wer er ist. Ich bin in der Ecke. Okay, Glück gehabt. Wunderbar. Der ist gerade durch die Wand geglitscht. My guy. My dude ist durch die... Ich brauche einen Schuh. My dude ist durch die Wand geglitscht. Kannst du das nicht? Ich finde es auch schön, dass das Auto eben so stark ist. Da muss ich nicht richtig zielen. Also... nicht nur, dass er lange Arme hat. Nein, er ist auch noch ein Geist. Toll. Ganz, ganz toll. Ich finde es auch sehr praktisch, dass er ab und zu mal kurz anhält. Weil er mich irgendwie aus den Augen verloren hat. Kannst du jetzt die Tür aufmachen? Weil er mich irgendwie aus den Augen verloren hat. Kannst du da durch? Dankeschön. Finde ich schon ziemlich nice. Hier jetzt sehr viele Bücher. Wer stapelt Bücher so? Wer macht sowas? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich renne einfach weg. Da oben hängt ein Klavier. Kann ich vielleicht bisschen Musik machen? Mit seinem Kopf. Und los geht's. Jawohl, ich lande mitten auf den Tasten. Das macht halt richtig Krach. Das macht richtig Lärm. Das heißt, der Typ wird gleich wieder kommen. Aber ey, soll er nur kommen. Außerdem, ganz ehrlich, wer stapelt so viele Bücher? Guck dir mal die Regale an. Das sieht fast so... Ich wollte gerade sagen, das sieht fast so aus, als wäre irgendwie der Raum verdreht oder sowas. Aber nein, der braucht so hohe Regale, weil das passt irgendwie zu seinen Armen. Okay. Ist doch... Eigentlich wäre der Typ richtig praktisch so als Bibliotheksmitarbeiter, wenn du dann sagst, ja, es ist gar keine Leiter da, ich brauche was aus dem obersten Regal, dann macht er einfach kurz so und holt's raus. Eigentlich, der Typ könnte einen stabilen Job haben, aber nein, er bevorzugt sowas. Ich brauche eine Kurbel. Ich brauche eine Kurbel, ansonsten geht das hier nicht weiter. Wo ist er? Da hinten. Du bist so gruselig. Der Typ ist so unheimlich.
Hast du eine Kurbel für mich? Guter Mann, jetzt sucht er sich seine Bücher zusammen. Okay, cool. Wo genau bin ich? Ist das hier? Ist das... Nee, das ist nicht der Kurbelraum von vorher. Das ist eine andere Kurbel. Okay, cool, Jo. Die Frage ist... Wie genau komme ich hier raus? Ich glaube, weil der Fernseher hat einen Knopf, ich lege die Kurbel jetzt hier hin, mach den Fernseher an, lock ihn hier rein, schnapp mir die Kurbel und renne. Ich glaube, das ist der Plan. Richtig? Fernseher an. So, das macht unglaubliche Mengen an Lärm. Okay, ich greife mir die Kurbel. Ich sagte, ich greife mir die Kurbel. Und warte, bis er kommt, um das auszuchecken. Jetzt, ich habe ihn gerade gesehen, ganz rechts. Endlich! Unschön. Sehr unschön. Aber ich mache halt auch noch Lärm. Aber solange der Fernseher an ist, habe ich, glaube ich, einen Vorteil, ne? Weil solange der Fernseher an ist, kann ich, Kamera, vielen Dank, kann ich, glaube ich, relativ ungehört rennen. Weil das Ding ist so laut, dass er übertönt quasi jedes Geräusch, was ich mache. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Er ist immer noch da. Der Fernseher läuft immer noch. Ich habe gedacht, der müsste ihn jetzt eigentlich längst ausgeschaltet haben. Aber nee, der ist immer noch an. Okay, ist ja geil. Dann würde ich sagen, die Kurbel hier rein. Und dann wird gekurbelt. Und dann weiß ich gar nicht, was genau das macht. Viel Krach, das macht's. Es hebt das Klavier hier hoch. Okay, und damit komme ich dann auf die andere Seite. Der Typ kommt gleich auch wieder. Darauf kannst du wetten. Kannst du da hoch jetzt? Dankeschön. Jetzt muss ich warten, bis das Klavier zurückschwingt. Kommt nicht hierher. Ich höre ihn. Wuss? Das... Hat der Kommando-Knife aktiv oder was? Das hat sich jetzt teleportiert. Der hat mich nicht bekommen. Das war... Nein, das ist nicht richtig, Spiel. Ich bin noch losgerannt. Er hat mich nicht gekriegt. Ich habe die Hitbox von der Scheune. Jetzt aber. Wunderbar, hat funktioniert. Dann warte ich, bis es zurückschwingt. Und los, ich bin raus. Ich glaube, das war's. Er kommt nicht bis hierher, richtig? Der wird jetzt da nicht über das Klavier steigen. Das ist doch Quatsch. So. Aber das Problem ist, er ist immer noch hier, weil er weiß, dass ich hier bin. Wird er mir folgen? Korrekt? Das ist ein Problem. Da werde ich nicht durchkommen. Ich werde es, glaube ich, gar nicht probieren. Weil das ist vermutlich eine sehr dumme Idee. Die Frage ist, wie genau kann ich das ausschalten? Ich kann das hier ziehen. Okay, außerdem bewegt sich es teilweise von alleine, weil der ganze Ort hier wackelt. Okay, das heißt, ich muss das wahrscheinlich da draufstellen, wo der Dampf rauskommt. Und dann einfach oben drüber steigen. Ich glaube, das ist der Plan. Ist jetzt nicht das schwerste Rätsel. Aber passt schon irgendwie. So, dann drauf. Und dann einfach oben drüber. Alles gut. Wunderbar. Okay, und dann... Ist das eine Druckplatte? Nee, das ist das Ende von der Schiene. Das heißt, ich brauche das Ding nochmal. Ach Gott, was ist eine Druckplatte? Was ist das hier? Ich brauche das Ding nochmal, muss es hier hinstellen. Und dann komme ich an die Türklinke. Siehst du? Big Brain Place. Das Problem ist halt, wie gesagt, der ganze Ort hier wackelt. Das heißt, das Ding bewegt sich auch ein bisschen, wie es ihm gerade passt. Aber jetzt bleibst du da. Und jetzt dienst du mir bei meinem Job, an die Türklinke zu kommen. Okay, weiter Sprung, aber funktioniert. Was? Was ist denn hier passiert? Hier fehlt einfach der komplette Boden. Okay, und da unten ist irgendwie so eine, sieht aus wie, keine Ahnung, wie ein Fabrikfließband. Ich habe keine Ahnung. Aber das hier ist nicht richtig. Also hier wurden starke Bauarbeiten vorgenommen. Kann man auf jeden Fall mal sagen. So, wieder Lüftungsschacht. Und ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen oder gehört. Ist er weg? Das wäre ganz, ganz toll. Weil, ne, so sehr ich ihn auch mag, Army ist wirklich ein toller Typ. Sehr... Er hat gehört, wie ich über ihn spreche. Army ist ein toller Typ. Ah ja, dann lass mich dich umarmen. Ach, Army. Warte mal, wenn ich leise bin, dann bringt das auch absolut gar nichts. Toll, jetzt ist er auf beiden Seiten. Das ist nicht geil. Die Frage ist, kann ich vielleicht, wenn er die Hand oben hat? Kann ich, aber ich habe gerade seine Hitbox berührt. Okay, das war unangenehm. Es hat funktioniert. Und er weiß natürlich auch, dass ich weg bin, deswegen zieht er die Arme auch wieder weg. Okay, der Typ, ne? Der Typ ist unglaublich nervig. Hey, ich hab... Er kommt wieder. Er ist wieder da.
Hey, ich habe die Müllverarbeitung gefunden. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich. Ducken, ducken, ducken. Ich habe nicht geduckt, als ich mich hätte ducken sollen. Oh bitte, oh bitte, oh bitte. Yes, es funktioniert. Man muss leiden, sonst geht das nämlich gar nicht. Okay, ich habe gerade die Fingerverrenkung des Jahrhunderts gemacht. Weil man muss quasi, während man Shift drückt, gleichzeitig STRG drücken. Und das drücke ich normalerweise beides mit dem kleinen Finger und der linken Hand. Ich muss jetzt die rechte... Während ich jetzt erkläre, wie ich hier halber meine Finger verbogen habe, um das hinzukriegen, werde ich schon wieder geschnappt. Was ich sagen will, ist, es ist furchtbar. So, das ist eigentlich, was ich rüberbringen möchte. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich habe es jetzt bis hier geschafft. Und wenn ich das Ding einfach weiter kaputt mache, als es eh schon ist, dann geht die Tür zu. Und dann hast du ein Problem, mein langarmiger Freund? Ist das die Idee? Ich glaube schon. Jo, jetzt macht er wieder dasselbe. Das heißt, ich muss das, was ich gerade gemacht habe, mehrfach machen. Und jetzt aber, komm, komm. Endlich, oh. Oh. Ja, mit irgendwie sowas habe ich gerechnet. Was ist das wert? Ich glaube, er hat nicht ganz so viel Spaß, kann ich nachvollziehen. Was ist das jetzt wert, hä? War es das wert? Ich glaube nämlich nicht. So, was hast du davon? Ich muss aber nicht sagen, das hätte jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das Timing richtig hatte und die Sprünge richtig auf die Reihe bekommen habe. War jetzt nicht ganz so easy. Aber das war Kapitel Nummer 2, das Versteck. Okay, und ich glaube auch, Army heißt jetzt nicht mehr Army, weil die Armys sind nicht mehr ganz so lang. Okay, und ich wache in einem Luftschacht auf. Komm. Es muss weitergehen. Wir sind hier nämlich noch nicht fertig. Aber für dieses Mal sind wir fertig, denn das war es hier bei Little Nightmares. Das Spiel ist cool. Also wirklich, ich finde das extrem geil, dass es eben ein Plattformer ist. Oder ein Spiel, in dem ich eigentlich extrem schlecht bin, wie man sehen kann. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Horrorspiel. Es erklärt absolut gar nichts. Also ich weiß immer noch nicht wirklich, was hier abgeht. Ich weiß nur, die großen Menschen haben was gegen die kleinen Menschen und jagen die irgendwie oder verfolgen sie. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eigentlich richtig, richtig geil. Und nicht unbedingt gruselig, aber unheimlich. Ich mache ja immer den Unterschied. Das ist schon, also, ne, das ist schon, also wirklich unangenehm zum Spielen teilweise. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr glaubens den Like-Button aufs Maul und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Mein einziger Freund in diesem Spiel ist übrigens das Feuerzeug. Alle anderen rennen entweder weg oder versuchen mich zu kriegen.